Die vier Grand Slam-Turniere 2018 hatten vier verschiedene Siegerinnen. Am Wochenende schaffte Naomi Osaka den Coup bei den US Open in New York. Für Dieter Kindelmann, den deutschen Coach der Weltranglisten -15, Elise Mertens Belgien, ist die Entwicklung keine Überraschung. Favoritenstürze sind im Damen-Tennis an der Tagesordnung, nichts als die Wahrheit oder plumpe Provokation? Fakt ist, dass es bei der vergangenen 8 Major-Events 8 verschiedene Siegerinnen gab: Naomi Osaka, Angelique Kerber, Simona Halep, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Garbine Muguruza, Jelena Ostapenko und Serena Williams. Zum Vergleich: bei den Männern teilten sich nur 5 Spieler, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, 55 der letzten 58 Grand Slam-Titel auf. Bei den jüngsten US Open waren nach der ersten Turnierwoche bereits 7 der Top 10 Spielerinnen ausgeschieden. Vor Jahren hatten die Top-Spielerinnen vor dem Viertelfinale keine richtigen GegnerInnen. Nicht nur für Dieter Kindelmann ist dies nur ein weiterer Beweis, dass die Spitze bei den Frauen extrem breit geworden ist. Vor etwa 6-7 Jahren hatten die Top-Spielerinnen vor dem Viertelfinale keine richtigen GegnerInnen. Alles ging ziemlich leicht, sagte der 36-Jährige auf der WTA-Homepage und meinte, wenn heutzutage eine Topspielerin nicht gesund oder zu 100% bereit ist, kann sie in der ersten Runde verlieren. Das macht es so interessant, glaubt man dem Allgäuer. Kindelmann, der jahrelang auch als Hittingpartner von Maria Scharapova, Russland, fungierte, dann verfügen nicht mehr nur 20 bis 30 Spielerinnen über ein hohes Niveau, sondern 60 bis 100 sind wirklich gut. Gestiegene Preisgelder als Grund für die größere Dichte, dem kann Michael Joyce, 45, nur zustimmen. Der Trainer der Britin Johanna Konta glaubt zwar nicht, dass die aktuellen Top 10 besser sind als früher mit Stars wie zum Beispiel Justine Hene, Kim Clijsters, Serena und Venus Williams und Lindsay Davenport, im Gegenteil. Aber ein Mädel auf Rang 40 oder 50 war früher nicht so gut wie die Nummer 40 oder 50 in der heutigen Zeit, betonte Joyce, der einst auch Scharapova coachte. Damals war ich es gewohnt, am Anfang gleich im Draw zu nachzuschauen und dann zu sagen, auf wen Maria im Viertelfinale treffen wird. Der Kalifornier sieht als Grund für die Entwicklung und die zahlreichen Überraschungen bei den Turnieren auch den Anstieg der Preisgelder. Die Spielerinnen verdienen mehr, sie haben größere Teams und passen besser auf sich auf. Sie sind bessere AthletInnen, erklärte Joyce. Schlechter platzierte Profis würden genauso trainieren wie die Top-Spielerinnen.